Du erwischst mich nicht, Vogel. Komischer. Ich bleib mal lieber hier auf dem festen Material. Weil ich mir nicht sicher bin, wie stabil der Netherrack hier unter mir ist. Ja, und ich weiß, es heißt Netherrack. Ist eine kleine Referenz. Die vielleicht der eine oder andere kennt. Na ihr, wolltet ihr mich eben angreifen, ihr Vögel? Ja, ich putz mich hier einfach rüber. Das ist stabiler als wenn ich da unten rum eiere. Ich möchte nur gerne den Nether Quartz da drüben haben, aber es gibt leider keinen Reim, der so gut geht wie ich will nicht tot sein für diesen Rotstein, ne? Passend wäre es trotzdem für diesen Fall. Ich fahre nicht in den Harz für diesen Nether Quartz oder was? Hugo, ich tu dir nichts und du tust mir nichts. Deal? Da ist Buffout. Buffout. Wo ist er denn? Da. Erledigt. Stück Scheiße. Ich werde immer besser darin. Ja. Sie lernt es aber auch nicht, ne? Naja, alle Mobs in Minecraft sind nicht gerade lernfähig. Zum Glück. Zum Glück für uns. Sehe ich da drüben schon wieder einen rumblimpeln? Nö. Da drüben irgendwo ist die Netherfestung. Ich will sie haben. Ich will sie. So. Ich baue mich mal hier durch. Und versuche möglichst nicht in die Lava zu fallen. Also ich habe eigentlich erst so richtig Schiss vor dem Lavasee da drüben. Alter, jetzt habe ich mich vor der Einblendung erschreckt. Ich sollte vielleicht langsam aufhören. Warum nur so langsam? Ach du meine Güte, ich habe noch so viel Material. Meine Fülle an Material wird mich umbringen. Aber vielleicht retten mich ja die Experience Levels, weil wenn ich genug davon habe, höre ich dann auch mal auf. So, 28 davon schon wieder. Ogo, wenn du mir in die Spitzhacke läufst, ist das deine ganz eigene Schuld. Naja, ich weiß, deine Brüder werden das anders sehen und deine Brüder, Digga. Alter. Ja, vielleicht sollte ich erstmal anfangen, den Tunnel zu sichern, ehe ich hier weiter tunnele, oder hier weiter wege. Wege. Ich sollte das vielleicht abwägen. Eine Risikoabwägung machen. Ogo. Sollte auch mit der Lava, die hier auf den Blöcken ist, vorsichtig sein. Hoffentlich rede ich laut genug. Mir ist momentan nicht so nach Brüllen zumut. Ja, also dieser Weg, ne?
Wirklich nicht. Ich sag mal so steinig und schwer und so weiter. Hui. Ich finde das Geräusch von den Knochenblöcken geil. Ich glaube, wenn man das modulieren würde, könnte man geile Musik damit machen. Ich glaube, ich muss einen Umweg nehmen, weil die Lava da vorne einigermaßen gefährlich ist. Einhegen ist da wohl nicht. Oder ich baue mich erstmal ran vorbei. Nur nicht reinhauen in das, in den Nietarack daneben. Also da drunter, meine ich. Gar nicht lustig hier. Ach du meine Güte. Er ist wieder da. Ich werde mir erstmal einen Überblick verschaffen. Da ist er. Ja. Dankeschön, dass du mich hier nervst, Vögelchen. Ach, guck mal. Ich gehe da jetzt nicht extra rüber. Die spawnen eh immer wieder. Gaste gibt es immer wieder. Haut ihnen auf die Glieder, wenn sie denn welche haben. Das was, ich brück mich darüber. Weißt du was? Mach das mal so. Das kann jetzt sehr, sehr upsie werden. Ja, upsie kann das werden. Wenn ich das falsch mache, werde ich gebraten. Wow! The fuck! Ja, 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 ja. Weg, 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 weg. Ja, man brennt länger im Nether. Ich müsste mal. Ach, nö, doch nicht. Scheiße. Genau das habe ich nicht gewollt. Aber ich könnte mir was anderes vorstellen, was funktionieren könnte. Ich muss jetzt nur sehr vorsichtig sein. Und der Uku macht mich nervös. Ja. Huch, ja. Nicht gut gewesen, das. So, sowas darf nicht wieder passieren. Ach, was du nicht sagst. Ja, noch eine Chance in dem Kram habe ich nicht. So. Eine solche Aktion darf ich mir nicht wieder leisten. So. Weißt du, was ich mache? Ich versuche das Teil mal einzuhegen. Oh, ach du Scheiße. Thank you.
muss nur aufpassen, dass der Gas nicht auftaucht. Wenn ich hier gerade solche verschiedenen Experimente mache. Wow, 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 schnell weg. Ich sehe nichts mehr. Ob ich das da jemals abgesichert kriege? Also erstmal wäre wichtig Materialrückgewinnung. Ja, ich weiß, ihm juckt das Fell, ne? Hey! Biggie. So, So, ein bisschen was von dem Quatsch sind wir schon mal wieder los. Alter. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Oh, Moment, mir rutscht gerade auch noch das Mauspad vom Tisch. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch in so einer Situation. So, diesmal von einem etwas erhöhten Punkt vielleicht. Ja, sehr schön. Da unten fließt aber immer noch Lava, aber ja, da läuft noch was raus irgendwie. Vorsichtig, Vögelchen, vorsichtig. Ich hab's doch gewusst. Da ist er. Irgendwie ist die Hitbox total bescheuert. Ah! Sehr schön. So. Ja, die Hitbox von dem Gas ist irgendwie... also ich finde, die ist ungewöhnlich. Sagen wir es mal so. Ach nein, nicht schon wieder, du Kacke. Mann. Jetzt sind es gleich mehrere. Na super. Also ich werde da nicht mit der Lava rum experimentieren, während das Scheißviech darum eiert. Wow, yes. Ja, muss eh abgebaut werden, das ganze Scheißzeug hier, ihr Vögel. Ja, danke. Du, das kann ich noch 100.000 Mal löschen. Du Kack.
Siehst du, das auch. Ich kann dich auch löschen. Lösch dich. So. Ah, Alter, ne? Haben wir jetzt wenigstens erstmal wieder Ruhe, oder was? Nee. Ein Kack, fuck, Dreck. Okay. Okay, okay, okay. Pass auf. Ich muss mal hier ein bisschen abdichten. Denn noch? Ich dachte, die hätten das gefixt, dass im Soul Sand Valley so eine Übermacht an diesen Viechern ständig herumblimpelt. Ich dachte, das wäre repariert, aber nö. Vor allem das Problem ist, wenn das Viech die Zoglins abschießt, dann geben die mir die Schuld dafür. Hab ich so irgendwie jetzt inzwischen die Ahnung. Wo fließt denn der Kack noch? Geht weg! Kackviecher. So, ganz vorsichtig. Alter. Und vor allen Dingen, warum kommt da unten noch was an? Wo kommt das her? Sehr komisch, das Zeug. Ich fasse es nicht. Ich glaube, ich mache gleich Feierabend mit dem Kram hier. Aber kurz bevor ich das kann, wird das Scheißviech mich wahrscheinlich noch in Brand schießen. Nee. Also ich habe mehr Angst, dass es hier halt die Lava befreit. Das sieht nach sehr viel Ärger aus, da. Immer aus dem Weg, Vogel. Meine Güte. Muss ich dich mal in die Lava schieben oder was? Na, der schiebt mich eher da rein. Da sollte ich vorsichtig sein.